Hallo ihr Lieben, euer Girl Cecile hier. Ja, warum ich mir keine Spiele mehr holen werde. Der Titel ist so ein bisschen catchy, weil ich werde mir definitiv noch Spiele holen, wenn mich irgendetwas richtig hart interessiert. Das sind folgende Spieleserien. Sollte irgendwie passieren, dass Ape Escape wieder erscheinen sollte, hole ich mir noch Ape Escape. Ich hole mir noch Kingdom Hearts, außer dieses komische Rhythmus-Game, damit kann ich nichts anfangen. Ich will ein richtiges Kingdom Hearts. Ich werde mir auch Doom weiterhin holen und Dynasty Warriors, sofern das nicht Dynasty Warriors 9 ist und wieder gut wird. Warriors Orochi, klar. Und Super Smash Bros, sowieso. Aber das war's. Und Pokémon vielleicht auch. Das sind alles Spielereien, die meine Kindheit begleitet haben. Mit denen ich irgendetwas verbinde oder die ich einfach immer noch extrem gerne spiele. Auch Advance Wars. Advance Wars zum Beispiel habe ich auch vergessen. Das sind meine absoluten Lieblingsspielereien. Alles andere kann mir meinetwegen gestohlen bleiben. Brauche ich nicht mehr. Warum ich mir keine Spiele mehr hole, hat ganz, ganz viele Gründe. Grund 1, Übersättigung. Übersättigung. Was bedeutet das? Naja, ich werfe ein paar Daten in den Raum. Ich habe 8000 Stunden Guild Wars 1 gespielt. Ich habe bestimmt 4000 oder 5000 Stunden Hearthstone gespielt. Ich habe 6000 Stunden Super Smash Bros. Gespielt. Alle Teile, ne? Also es sind jetzt alle Teile zusammen. Bestimmt ein bisschen mehr. Ich habe casual auch sehr viel Smash gespielt. Ich habe 2000 Stunden The Elder Scrolls Oblivion gespielt. Und vieles, vieles mehr. Also Dynasty Warriors 3 habe ich bestimmt auch schon 2000 Stunden gespielt. Nur Dynasty Warriors 3. Alle Dynasty Warriors Teile sind bestimmt 20.000 Stunden. Und was weiß ich, dann Pokémon Diamant zum Beispiel habe ich damals auch 1000 Stunden gehabt auf dem DS. Da stand wirklich 1000 Stunden. 1000 Stunden. Pokémon Diamant. 1000 Stunden. Platin waren nur nochmal 300 Stunden. Pokémon Colosseum. Und Saphir waren, glaube ich, 800 Stunden. Pokémon Colosseum habe ich, glaube ich, 1500 Stunden gespielt. Und dann ganz viele andere Spiele. Ape Escape 3 zum Beispiel habe ich bestimmt 30 Mal durchgespielt. Sind auch einige Stunden. Also ich habe bestimmt 100.000 Stunden insgesamt mit allen Spielen und allen Treffen und Smash-Turnieren und hast du nicht gesehen, gezockt. 100.000 Stunden. Das ist keine Lüge. Es ist so. Was hatte ich denn damals? Ich habe mich selbst gehasst, ich habe meinen Körper gehasst, ich habe alles gehasst. Ich habe die Menschen gehasst, ich habe alles gehasst. Ich war hier zu Hause, bin aufgestanden, habe gezockt. Und dann habe ich mich irgendwann schlafen gelegt und dann bin ich aufgestanden und habe gezockt. Und das war's. Das war mein ganzer Tag, das war mein Leben. Egal, ob ich meinetwegen meine Aufnahmen gemacht habe oder nicht, habe ich halt mal aufgenommen. Da habe ich mal gestreamt. Aber letzten Endes, was habe ich gemacht? Ich habe gezockt. Und ich kann euch eins versichern. Das nennt man Übersättigung. Wenn ihr zu viel zockt, und ich glaube nicht, dass einer von euch nur ansatzweise so viel gezockt hat wie ich. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr 100.000 Stunden gezockt habt. Und wenn? Respekt! Und wenn ihr dann nicht übersättigt seid? Respekt! Weil heutzutage machen mir die Spiele nämlich keinen Spaß mehr. Ich freue mich nicht wirklich auf Spiele. Ich hole mir keine neuen Spiele mehr. Es sei denn, es ist so eine Spieleserie, wo ich richtig viel mit verbinde. Dann hole ich mir das natürlich. So, aber früher als kleines Mädchen, ganz ehrlich, da war ich im Mediamarkt voll am Glänzen. Oh Mann, das Spiel will ich unbedingt haben, das will ich ausprobieren, das. Heutzutage gehe ich im Mediamarkt, denke mir so, okay, da ist ein Spiel, sieht ja ganz cool aus, hätte ich vielleicht damals mit Spaß gehabt, aber heutzutage brauchst du nicht. Geldverschwendung.
Heutzutage gehe ich da durch und denke mir so, ja, damit hätte man vielleicht Spaß haben können. Ich blicke immer zurück in die Vergangenheit. Ich versuche mit meinen ehemaligen Schauspielern in Kontakt zu treten und so in die Vergangenheit zu schauen, hätte ich damit Spaß gehabt oder nicht? Naja. Übersättigung. Heutzutage spiele ich nur noch Super Smash Bros. Und Hearthstone. Das sind Spiele, die machen mir extrem viel Spaß, da kann man immer besser werden und es ist halt gegen andere Spieler. Und ich habe Ahnung von den Spielen, ich weiß, was ich mache. Und die werden nicht langweilig. Und ich muss sagen, selbst bei Super Smash Bros. Und Hearthstone ist auch in den letzten 3 Wochen so minimalistisch geworden. Ich habe früher 5 bis 8 Stunden Super Smash Bros. Gespielt am Tag. Jetzt, wo ich das Video aufnehme, habe ich 3 Wochen kein Smash mehr gespielt. Aber wie gesagt, wenn ich was spiele außerhalb von YouTube, eigentlich nur Smash und Hearthstone. Und selbst das ist viel weniger geworden. Naja. Grund Nummer 2. Angenommen, wir gehen jetzt mal von engen Spielen aus. Durchschnittsspiel. Ein Durchschnittsspiel hat eine Spielzeit von, naja, heutzutage sind es wahrscheinlich 12 Stunden. 12 Stunden. Okay. Dann bin ich 12 Stunden in einer anderen Welt. Kann mich da vielleicht an mehreren Schwierigkeitsgraden messen. Habe auch dann 12 Stunden mein Fun. Aber nach diesen 12 Stunden bei Singleplayer-Games ist meistens so, okay, Spiel durchgespielt, lege ich jetzt in die Ecke, lege ich jetzt in meinen Spieleschrank. Und dann war es das. Dann packt man das Spiel vielleicht einmal noch mal in 10 Jahren aus und denkt sich so, was war das eigentlich für ein Spiel? Werf das doch mal wieder rein, Girl. Dann wirfst du das Spiel rein, denkst du so, oh ja, das war ganz cool, spielst eventuell noch mal durch. Und dann war es das. Dann war es das. Klar kannst du dir ein Spiel kaufen wie Xenoblade Chronicles, wo du, weiß ich, 200 Stunden dranhängst. Oder ein Oblivion, wo du 2000 Stunden dranhängst. Oder ein Guild Wars, wo ich 8000 Stunden dranhing. Trotzdem ist es irgendwann durchgespielt. Und das ist mein Problem mittlerweile mit Spielen. Weil Spiele, ne, jetzt wo ich ein bisschen mehr schaue, aufs Geld achte und mir auch andere Dinge holen möchte und andere Interessen habe, weil die hatte ich ja früher nicht, da achte ich mehr auf das Geld und schätze das mehr wert. Und ich finde 60 Euro für ein Spiel, was einen vielleicht nur einen Tag begleitet, ist einfach zu viel Geld. Dann spielst du es einmal durch und dann ist es weg. Das Geld ist weg. Und dann liegt es darum. Warum soll ich mir ein Spiel holen? Wenn ich einen Staubfänger will, kann ich mir auch, weiß ich, Klorollen hinstellen oder so. Das ist ein billigerer Staubfänger. Ja. Mangelndes Interesse an Spielen dank über 100.000 Stunden Spielzeit insgesamt. Neues Leben, neue Interessen. Sprich, auch andere Interessenschwerpunkte und andere Prioritäten. Heutzutage denke ich mir so, naja, für 60 Euro, wie viele verschiedene Outfits kannst du dafür kaufen? Wie viel verschiedene Schminksachen kannst du davon kaufen? Oder man denkt sich so, oh, da kriegst du ja sogar ein teures Parfüm für, was dann auch ein Jahr hält und wo du dich die ganze Zeit dran erfreuen kannst, an den Duft. Das ist doch viel, viel mehr wert. Also für mich ist das mittlerweile mehr wert. Die Priorität ist so gesunken von Spielen. Ich hab's euch schon mal gesagt. Ich war nie glücklich und dafür brauchte ich Spiele. Ich konnte mit den Spielen in eine Welt fliehen, wo es keine Vorurteile gibt, und wo ich eine andere Person sein konnte. Ich musste mich ja dann nicht sehen, ich musste mich nicht der Gesellschaft zeigen, etc. Dafür waren Spiele gut. Nur jetzt liebe ich mich selbst. Ich liebe, wie ich aussehe, ich liebe es, nach draußen zu gehen, mich mit Leuten zu treffen oder sonst was zu machen, irgendwas zu unternehmen. Aber früher hatte ich das eben halt nicht. Warum auch?
wenn man sich selber nur die ganze Zeit gehasst hat. Naja. Und wie gesagt. Also ich hole mir natürlich noch die Hearthstone-Expansions, weil wie gesagt, Hearthstone werde ich wahrscheinlich ewig weiterspielen und da habe ich auch schon viel zu viel Geld reingesteckt. Dann sage ich mir nicht, nee, du machst jetzt einen Strich. Ich sage mal so, also bei der letzten Expansion habe ich auch schon so gedacht, oh mein Gott, die scheffeln ja so viel Geld. Also es war echt, schon wieder so viel Geld, echt. So viel ausgegeben für fucking Hearthstone. Habe ich auch, also ich habe es kind of bereut, aber ich denke mir auch so, hey, du spielst es ja immer noch sehr viel und du hast schon so viel Geld reingesteckt und dann wäre alles weg, wenn du es nicht mehr spielst. Naja. Und ja, also ganz ehrlich, und wenn ich halt so Retro-Spiele spiele, was weiß ich, ich packe meine PlayStation 2 aus und mache dann einfach ein paar Retro-Spiele. Dann habe ich damit mehr Spaß. Weil ich erinnere mich an meine Kindheit zurück, ich weiß, was mich erwartet. Und ja, diese alten Farben, diese nostalgischen Grafiken oder so, damit kann ich mehr verbinden. Damit habe ich mehr Bindung, als wenn ich jetzt irgendwie so ein ultra-realistisches High-End-Spiel kaufen würde, was weiß ich, Witcher 3. Ich glaube nicht, dass ich da viel Spaß mit hätte. Oder mit einem The Legend of Zelda Breath of the Wild. Hätte ich keinen Spaß. Riesige Welt, alles neu, neue Grafik und nichts für mich. Ach, und noch was. Ich schaue auch gerne lieber anderen Leuten zu, wenn die spielen. Kann ich auch einfach auf Twitch gehen oder auf YouTube mir dann die Spiele anschauen, wie andere Leute spielen, weil ich eher so ein Girl bin, was lieber zuschaut. Da habe ich mittlerweile mehr Spaß dran, als selber zu spielen. Von daher einfach, wenn mich ein Spiel interessiert, bei wem anders schauen. Und dann einfach zuschauen. Oder ich treffe mich mit jemandem, der das Spiel hat. Und dann gucke ich da einfach zu. Das ist heutzutage meine Ansicht. Da spiele ich lieber die nostalgischen Spiele. Und gut ist, früher hatte ich auch die Mentalität, hey, du bist Let's Playerin. Du musst mit der anderen mithalten. Du brauchst jede neue Konsole. Neue Konsolen werde ich mir auch nicht holen. Es sei denn, da kommt irgendwann Smash raus und die Konsole ist schon länger draußen, dann hole ich es mir. Aber sonst hole ich mir es nicht. Wofür? Für Spiele, die ich sowieso nicht spiele? Weil Gaming kaum noch zu meinem Leben gehört? Abseits YouTube? Ist doch Quatsch. Ja, früher, wie gesagt, muss die neuen Spiele alle haben, muss mithalten mit den anderen Let's Playern. Heutzutage denke ich mir so, naja, selbst wenn du als Erste jetzt Part 1 hochlädst, ja gut, da hast du vielleicht einmal 100 Aufrufe oder so. Und nächsten Tag gucken die Leute eh bei den großen Let's Playern. Dann spiele ich lieber meine Retro-Spiele, hab mehr Fun dabei, hab keine Kosten, weil ich die Spiele eh besitze oder per Emulator spiele. Und schon ist es besser. Ich spare Geld, hab mehr Fun und ich habe diese nostalgischen Flashbacks. Also warum soll ich mir neue Spiele holen? Naja, Leute, eure Meinung zu dem Thema, schreibt mir gerne, wie viel ihr gezockt habt, was ihr davon haltet, von meinen Ansichten. Wie gesagt, ich habe halt ein ganz anderes Leben als vor 4 Monaten. Ist ja auch egal. Ich sag nur, ich bestehe nicht mehr nur aus Gaming. Ne? Naja. Ich wünsche euch was. Stay awesome. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecile. Ciao.